Erinnerung. Wenn die Narbe in den Himmel zeigt, man könnte in die Merda treten. Werkzeuge für das arbeitende Volk. Robuste Waffen und Rüstungen, die jeder Belastung... standhalten. Durch die Vorholung weiter. Reliquien und St. Ursulas linkem Arm. Zeig ein bisschen. Einzelheiten an der Kirchentür. Der Stadtrat bittet alle Vorstellung, Rüpel, was du hast. Udite, Udite! An alle Bewohner und Besucher Roms! Bitte achtet auf herabfallendes Wort. Usa la schiena, non la bocca. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Verstehst? Oh Mist! Katze! Oh.
dass der Assassin euch in ihren Grund. Seid ihr wegen der Hure hier? Aiutate mi! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Ich halte euch für den Meine Frau. Hey, kein Grund überzuschnappen. Hm.
Mann. Nicht wie Arrigo. Porcaputana! Ausgeraubt! Muss gerade passiert sein! Wo versteckst du dich, Corofante? Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein, oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Däne, ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Vielleicht doch dort drüben ansetze, dann würde die Sonne hier herüberscheinen. Ja, das scheint mir sehr gut. Ein hübsches Stück Arbeit. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Caterina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen? Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Ich spür sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Ich unterhielt bayerische Gesandte letzte Nacht.
Sie müssen mich betäubt haben. Doch wie? Wir tranken aus demselben Becher. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Kommt, wir müssen sie finden. Das wird euch eine Lehre sein. Na! Na! Ihr Kanaillen! Ihr seid der Schandfleck Roms! Er war dabei! Was zeigst du mit dem Finger? Ich kenne ihn, aber was soll's? Kommt, ich finde einen anderen. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granaten. Merda! Auf ihn! Ich werde den Weg zu meiner Villa mit Marmor auslegen. Ihr müsst es euch ansehen, wenn es vollendet ist. Und natürlich seid ihr... Komm, seid nicht scheu! Ich stehe euch zur Verfügung, verehrte Kunden! Ihr werdet im Nu wie große Gesandte von Il Papa aussehen. Verdammt! Gefunden! Na! Wach! Jemand hat meinen Geldbeutel gestohlen! Ich wurde beraubt. Für meinen Geschmack war der letzte Jahrgang etwas schlimmer. Ihn. Euch die Ware nur an und ihr erkennt, dass ich nicht lüge.
Scheiße. Was? Alarm! Komm, seid nicht scheu! Ich stehe euch zur Verfügung, verehrte Kunden! Hey! Ich habe nichts damit zu tun! Ich kenne seinen Namen. Giesbert. Oder war es Georg? Folgt mir. Die Strafen für Fälschung offizieller Münzen sind äußerst hart. Wo ist er? Eine Warnung an alle, die die wohltuende Wirkung der Thermalquelle von Tarantino suchen. Da! Packt ihn! Ich wurde beraubt! Der Schurke! Die schmutzigen Finger da weg! Grazie, Ezio. Mindestens zwei von denen waren letzte Nacht dabei. Buona fortuna. Und haltet euch vom Wein fern, Madonna. Pilger sollten nach Einbruch der Dunkelheit die Brücken der Stadt meiden. Jüngste Unruhen zwischen Banden bewaffneter Jugendlicher haben schon Todesopfer unter unseren gläubigen Besuchern gefordert. In einigen... sollten bestimmte Farben der Kleidung und Zubehör vermieten werden. Gute Vorstellung. Aber die Borgia müssen einen Schlag erfahren. Wir überlegen, wie wir diese Bastarde. Der Assassine könnte unsere Hilfe sicher brauchen. Aber wie? Was können wir tun? Seid gewarnt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen empfindlich verschärft. Wir erinnern alle Bahnfahrer daran, dass nachts die Brücke. Und Marmor aus den alten Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein und tötete dabei ein Kästchen. Senato De Rossi war zu tief.
Wie wär's mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich... Ich wollte euch fragen, was... Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Er kann es ja gar nicht gewesen sein. Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizst. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Jetzt wird Vater mir Aufmerksamkeit schenken müssen, ihr Respekt zeigen müssen. Oh, was ist das? Versager! Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie! Vielen Dank. Das war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Piacere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio, anscheinend habt ihr eure zweite Chance.
Ein neuerliches Aufkommen von Leichtmünzen sorgte für Aufruhr in der Stadt. Die Räte der Rioni und... Die meisten Läden der Gildemitglieder besitzen die nötigen Wagen, um die Echtheit der Münzen zu überprüfen. Die Strafen für Fälschung offizieller Münzen. Mein Gold! Fort! Verflucht! Wache! Mein Geld! Man hat mich beraubt! Pass auf! Hier treibt ein Taschendieb sein Unwesen! Eine Warnung an alle, die die wohltuende Wirkung der Thermalquellen von Ferentino suchen.